Thomas Doll nach dem verlorenen Pokalfinale. Er ahnt wohl schon, dass seine Zeit in Dortmund abläuft. Heute Pressekonferenz beim BVB. Alles scheint wie immer. Doch dann bricht es aus ihm heraus. Als ich vor 400 Tagen hier gekommen bin, eine Atmosphäre vorgefunden habe, wo es wirklich darum ging, diesen Verein am Leben mitzuhalten, mitzuhelfen, dass wir, nachdem wir auch das schwerste Restprogramm vor uns hatten, ja, in der Liga zu halten, vor 13 Monaten. Und wenn uns da einer gesagt hätte, nächstes Jahr spielen wir im Pokalfinale und gehen in den UEFA Cup, nämlich das ist Fakt, egal wie du da hinkommst, dann hätten alle gesagt, sensationell. Wir freuen uns alle, das ist genau der richtige Trainer. Es fehlen einfach ein paar Punkte, um auf dem einstelligen Tabellenplatz zu stehen. Aber dafür, mich permanent an die Wand zu nageln, mich hinzustellen als jemanden, der einfach hier überhaupt nichts auf die Beine gestellt hat, das ist sowas von respektlos. Und das verstehe ich nicht. Uns ging doch allen der Arsch hier auf Grundeis vor 13 Monaten, als wir hier nach dem Bielefeld-Spiel hier lang gelaufen sind und hier war es mucksmäuschenstill. Und es war tot hier in diesem Trainingsgelände. Wir sind in den UEFA Cup gegangen, in den internationalen Fußball. Dass wir in der Liga hinterherhinken, das ist ganz klar. Das wissen wir auch, dass ein paar Punkte fehlen. Aber permanent, ja, auf den Trainer einzunageln und, was ja noch viel schlimmer ist, jetzt auch noch auf die Spieler loszugehen, das ist ja das, was mich so ärgert. Von Anfang an der Saison ging das nur darum, Oberabwehr, der ist schlecht, der ist schlecht. Jetzt werden neue Torhüter werden auf einmal ins Spiel gebracht. Max Ziegler kommt an, Trainer, kann ich noch mittrainieren? Ihr lacht mich doch tot hier, was hier abläuft, echt. Das ist eine absolute Frechheit, ist das. Eine absolute Frechheit, was auch mein Spieler gegenüber, was hier abläuft. Ein Wörns und ein Kovac sind hier gar nicht mehr, die sind nächste Saison gar nicht mehr hier. Die sollen aber jetzt die Kohlen aus dem Feuer holen und 8 andere auch noch. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Die sollen hier für was gehen. Und das ist das, was mich so ärgert. Ja? Und jeden Tag wird einem ins Gesicht gelächelt und der und der. Und dann wird dir jedes Mal, werden die Knüppel irgendwo reingeworfen. Dass wir in der Bundesliga nicht gut stehen und auch nicht gut gespielt haben. Einige Spiele, das wissen wir. Aber dass man nicht mal anfängt und sagt, hey, geile Kiste, internationaler Fußball, Finale, gut aus der Affäre gezogen. Nein, es geht nur, wenn man was Schlechtes sehen will, sieht man was Schlechtes. Wenn man die andere Seite sehen will, kann man vielleicht auch mal die andere Seite sehen. Und das ist das, was mich so ärgert. Wir sollen jetzt am Freitagabend eine Mannschaft auf den Platz bringen, die hier durchs Feuer geht, die aber, wo 8 Mann, eigentlich gar keine Rolle hier mehr spielen. Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Und das ist das, was mich ärgert. Mich interessiert das nicht, wer hier gehandelt wird oder nicht. Ja? Aber meine Jungs hier draußen, die am Wochenende die Hauptdarsteller wieder sein sollen, am Freitagabend, die werden hier von vorne bis hinten, werden die malig gemacht. Die werden hier nicht mehr gesehen. Hier geht aber noch eine Saison, ist hier noch. Wir sind 7 Punkte vom Abstiegsplatz weg. Verdammt nochmal. Und das ist wichtig für mich, dass wir da mal die Konzentration drauflegen. Und nicht ob ich noch in 2 Wochen da bin oder ob der noch nächste Saison hier Fußball spielt. Das ist respektlos, ohne Ende. Ja? Und ich habe immer Respekt vor jedem, vor ihnen, vor ihrer Arbeit. Aber wenn ich das mitbekomme, was hier abläuft. Also, ey, Freunde, jetzt hört mir mal auf, ey. Echt. Eine Wutrede wie einst von Trapattoni. Thomas Doll hat damit alle überrascht. Profil hat er gewonnen, seinen Job in Dortmund wird er aber wohl verlieren.